Das wird überhaupt nicht witzig. Ich hoffe, ich werde da nicht großartig rumfailen. Ansonsten habt ihr was zu lachen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich irgendwie Scheiße baue hier. Wobei ich momentan gut durchkomme, das muss ich zugeben. So, Fahrt zur Rennstrecke findet Frank. Wir müssen immer noch hier lang. Ach, wenn ich mit dem Finger auf der Tab-Taste bin, kann ich nicht nach links lenken. Das ist doof. Aber gut, ist ja immer noch dasselbe. Links, rechts, wieder links, dann rechts und geradeaus. Sollte machbar sein, ne? Ach so. Nein, nicht. Nein, das war das Falsche. Ich drücke mal aus Versehen auf das Umschalten von automatischer auf manuelle Schaltung, wenn ich eigentlich hier die Tempobegrenzung reinmachen will. Also manuelle Schaltung, das tue ich mir nicht an, ganz ehrlich, das muss nicht sein. Das habe ich schon in sämtlichen Rennspielen immer verkackt, das muss auch hier nicht sein. Da habe ich schon immer eine Abneigung gegen. Ist mir einfach zu kompliziert, auch wenn es wahrscheinlich irgendwelche Vorteile bietet, wenn man das vom Timing her gut hinkriegt, denke ich mal. So, jetzt haben wir schon wieder fast aus der Stadt raus geschafft. Das ist schön. Wo fährst du lang? Du biegst ab. Das ist gut. So, die Pennerfrauen von gestern sind auch nicht mehr da. Na, ich habe ja eine über den Haufen gefahren. Die anderen mussten die dann wahrscheinlich erstmal ins Krankenhaus bringen oder so. Ich weiß es nicht. Ach, ich habe überhaupt keine Lust, das wird schrecklich. Und auf zum Last Heavens Racing Circuit. Was sind die auch so blöd und wetten alle einen Haufen Geld auf irgendeinen Fahrer? Ich meine, das hätte man sich ja auch vorher überlegen können, dass das eventuell doch schief gehen kann. Vor allen Dingen ist das ja nur auch der einfachste Angriffspunkt, einfach den Fahrer kaputt zu machen. Da hätte man ja auch an Sayaris Stelle selbst drauf kommen und einfach den Bewacher neben ihn stellen können. Ne? Das wäre ja das Einfachste gewesen. Aber nein, Tommy muss es wieder richten. Die anderen können ja alle nichts. Ist ja wieder typisch. Zu was für Zeiten fangen die eigentlich an? 11.40 Uhr, was ist denn das für eine Startzeit? 14 Uhr, Leute. 14 Uhr fängt immer die Formel 1 an. Und das ist ja nichts anderes hier, denke ich mal. Aber drüben an der Stadtlinie steht auch noch nichts. Also können wir noch nicht zu spät sein. Und diese Zuschauermassen, unglaublich. So, wo müssen wir hin? Ich weiß gar nicht, was uns gehört hier. Ach da, gut. Da, wo Frank steht natürlich. So, aussteigen. Na dann, auf ins Verderben. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können, Tommy. Ihr wollt wirklich, dass ich hier fahre? Ich bin noch nie Rennen gefahren. Okay, ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber uns bleibt keine Wahl. Wenn du es schaffst, verlieren wir nicht. Sehe ich so aus, als könnte ich das? Ich kenne ja nicht einmal die Regeln. Nichts leichter als das. Du fährst 5 Runden, kommst als Erster ins Ziel und wir gewinnen. Wenn du Zweiter bist, ist die Kohle verloren. Wir haben den Wagen von dem Kerl etwas präpariert. Müsste ein Kinderspiel sein. Und bei solchen Geschwindigkeiten ist es normal, wenn es mal kracht. Also pass auf die anderen Bastarde auf. Viel Glück, Tom. Na toll. Ich weiß, dass du es kannst. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Tom, die halbe Stadt und alle unsere Männer haben auf den Jungen gewettet. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir verlieren? Der Don würde verlieren. Du würdest den ganzen Respekt verlieren, den wir mit unserem Schweiß aufgebaut haben. Die Leute gaben uns ihr Vertrauen und ihr Geld. Verstehst du jetzt, was auf dem Spiel steht? Ja, kapiert, Frank. Ich hab's verstanden. Nimm's locker, Junge. Zeig ihm, was eine Hake ist. Ja, Schwierigkeitsgrad einfach definitiv und Schaden lassen wir auch aus. Ich will mir das nicht antun. Aber offenbar hatte man bei der Fassung, die ich mir gekauft habe, schon die Schwierigkeitsgrad-Einstellung mit eingebaut. Gut.
Übrigens, kleine triviale Nebeninfo habe ich bei Wikipedia gelesen. Die Fahrer hier, unsere gegnerischen Fahrer, sind nach Metal-Sängern benannt. Ich weiß jetzt nicht, was für welche, aber könnt ihr selbst schauen, steht alles drin bei Wikipedia und los geht's. Da ist der erste schon ausgeschieden. Supi, und wir heizen vorbei. Ja! Das kriegen wir hin. So, bleib mal weg hier. Oh, shit. Danke. Das war sehr freundlich. Sag mal, irgendwie erinnert mich das an Nürburgring. Man fängt an, fährt gleich in eine Kurve. Oder ist das irgendwie, erinnere ich mich da falsch? Vielleicht vermischt sich auch mein Gedächtnis mit Formel 1 Fahrt spielen und dem hier, weil ich das einfach ungefähr zur selben Zeit gespielt habe. Ich weiß es nicht. Ist bestimmt nicht der Nürburgring. Würde mich wundern. Aber wir sind schon Erster. Und liegen gut im Rennen, denke ich. Schlecht, 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 schlecht. Das hast du davon. Na komm, fahr los. Shit. Warte auf mich. Wieso habe ich eigentlich unten Schaden? Ich dachte, ich habe Schaden ausgestellt. Eine bessere Framezahl wäre übrigens auch ganz schön, aber man kann ja nicht alles haben, ne? So, ja, hier jetzt einfach mal drüber, würde ich sagen. Hui, das geht. So, und jetzt muss er irgendwie an dem hier vorbeikommen. Oh Gott, willst du mich verarschen, gerade jetzt? Mitten in der Kurve, hallo. Nein. Komm nicht auf blöde Ideen hier. Die Kiste bricht so schnell aus, das ist schrecklich. So, da ziehen wir hin vorbei, das geht gut. So, 1 von 5 geschafft, na super. Das hätte man auch ein bisschen kürzer halten können, finde ich. Aber gut, was soll's. Wir sind ja Erster, ne? Ach Mann. Die einzige Gefahr ist eigentlich, dass man sich selbst schlägt, indem man hier total rauskommt. Ansonsten geht das gut, aber das muss man halt verhindern, deswegen muss man schon ziemlich vorsichtig fahren eigentlich. So. Solange wir nicht ausbrechen und uns drehen, haben wir eigentlich keine Gefahr von hinten. Wir haben ja jetzt schon wieder einen ziemlichen Abstand. Aber das ist es halt, ne? Man muss aufpassen. So, und hier habe ich mich vorhin gedreht, wenn ich mich nicht irre. So, rum ums Eck. Schön. Gut. Ach, Mensch. Solange ich niemanden neben mir habe, geht es eigentlich auch ganz gut. Da kann man eigentlich schön abbremsen hier immer. Und ja, hier kann ich ja eigentlich wieder gerade. Nicht, dass die Kurbs mich am Ende noch rauswerfen hier. Aber wenigstens läuft es jetzt schön flüssig, das Ganze. Und bremsen, nein. Oh. Ich glaube, ich habe geringfügig Angst, das zu verkacken. Denn das will ich euch ja auch nicht antun, das zweimal spielen zu müssen. Das wäre irgendwie unschön. So. Ja, fahren wir wieder unten lang. Das geht besser. Ja, gemütlich. Wir haben gut Vorsprung. Erstaunlich war, dass wir vorhin die eine Kurve hingekriegt haben, beziehungsweise ich die hingekriegt habe, als die Frames so wahnsinnig eingebrochen sind. Das war ganz und gar nicht feierlich. Aber glücklicherweise hat es die Karre da im Rahmen gehalten. So, hier schön abbremsen. Ja, das ist ja auch eine ziemliche Hasskurve, aber es geht eigentlich ganz gut, wenn man weit genug runterbremst. So wie alles in diesem gottverdammten Ding hier, in dieser gottverdammten Rennkacke. Jetzt ist es wieder nicht ganz so flüssig wie vorhin, aber geht noch. Und das passt ungefähr von der Geschwindigkeit her, denke ich. Nein. Los, weiter. Ab mit dir. Los, ich will nicht überholt werden. Nein. Bleib hinter mir. Jawohl. Abgehängt. Ha. Und die krachen zusammen, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr schön. Gut. Das halbe Rennen ist gemacht. Und wir sind gut dabei. Ich bin begeistert, das klappt schön.
so. Ach, wenn ich mich nicht so konzentrieren könnte, müsste, dann würde ich ja auch irgendwie mal wieder blöd quatschen. Aber ist gerade nicht. Ist gerade nicht, Leute. Ist gerade nicht. So, 5 Minuten sind rum, seit wir angefangen haben. Und irgendwie glaube ich, habe ich den Vorsprung sogar ausgebaut. Muss daran liegen, dass die zusammengekracht sind da hinter mir. Das ist superbst. Rundenzeit 1,45 ist sogar, nein, ist nicht die beste. Ja klar, wir haben davor ja keinen Dreher gehabt. Die 1,34 war dann doch besser. Nein! Warum bricht denn die blöde Kiste so aus? Ich hasse es. Ohne Grund, Mann. Ohne Grund. Ich verstehe es nicht. Da war nichts gewesen, was die hätte ausbrechen lassen können. Man darf nicht mal gegenlenken hier irgendwie ein kleines bisschen. Dann ist sofort Schicht im Schacht und die Kiste dreht total. Also das ist echt das Letzte hier mit das Handling von diesen Rennautos. Das ist unschön bis zum Ende. Na, ist doch nicht dein Ernst, oder? Sehr gut. Kannst du doch keinem anbieten, Mensch. Ich würde mich gern umsehen, geht nicht. Aber mit diesen Kameraeinstellungen, wenn man nach links, rechts und hinten guckt, da sieht man ja eh nichts weiter. Von daher scheiß drauf. So, 1 Minute. Ich glaube, das müsste bis jetzt so ziemlich mit ganz... Oder nein, ich glaube, wir hatten schon mal was weiteres Besseres. Klar, wir haben uns ja mal wieder gedreht. Wir haben es jetzt bloß eine Runde gehabt, in der wir uns nicht gedreht haben, fällt mir gerade auf. So, und die sind zwar gar nicht so weit weg da hinten, aber das passt noch. Wir müssen bloß konzentriert weiter dranbleiben. Dann sollten wir das hinkriegen, hoffe ich. So, ich drücke mal nicht aufs Gas, während ich durch die Kurve fahre und fahre mal weit unten, damit wir schön abkürzen können. Ja, da haben wir gut Vorsprung. Ohne es beschreien zu wollen, ich glaube, wir würden sogar noch einen Dreher überleben können. Mal schauen. Letzte Runde. Bremsen, 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 bremsen. Ich will nicht zu heftig hier rein. So, ich muss das nicht nochmal haben. Jawohl, und die beiden, die behaken sich da gegenseitig, das ist auch gut. Das bringt alles Zeit. Ja, schön. Freut mich, dass es gut klappt. Aber noch ist es nicht vorbei, ich sollte meine Konzentration aufrechterhalten und das ist die beste Zwischenzeit, die wir bisher hatten. So, rum um die Ecke. Schön. Ja, das läuft doch. Das läuft. Ich freue mich. So. Jawohl, auch wenn wir ein bisschen ausgebrochen sind, aber das ist okay. Ja. Was eine Hoppelei. So, nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Schön. Ja, das sollten wir schaffen, oder? Also das ist doch jetzt... Wir sind doch schon fast... Ich will es nicht zu früh sagen, ich will es nicht beschreien. Aber das sollte es jetzt gewesen sein, komm schon. Fahr ja nochmal schön unten lang. Jawohl, 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 das ist es. Da kommt er auf die Zielgerade und meilenweit hinter ihnen keiner. Da gewinnt er. Tommy Angelo gewinnt das Rennen, den großen Preis von Lost Heaven. Yeah! Peach! Yes, Sir! So muss es sein. Wir haben zwar 3 Leute vor uns in der Bestzeitenauflistung, aber das ist mir gerade wirklich egal. Ach, das ist die beste Rundenzeit. Okay, also Giorgio Popino hat die schnellste Runde geschafft. War besser als wir. Ist allerdings auch irgendwie ganz weit hinten gelandet, offenbar. Mark Greenway ist 4. geworden, immerhin. Naja, und Dave Vincent auf dem 3. Thomas Warrior, auch ein Riesenname. Klingt schon nach so einem Metaller, finde ich. Ich kenne mich leider, was die Namen von Sängern von irgendwelchen Metalbands angeht, überhaupt nicht aus. Also, wenn da jemand von euch was weiß, ja, ich weiß es nicht. Aber auch der Peter Tagtgren, der klingt schon so richtig wie so ein finnischer, 3,50 Meter lange Haare habender, ungewaschener, ungesund aussehender Mensch. Ja, egal. So, fortfahren. Haben es geschafft, Fair Play, wir haben gesiegt. Yeah!
Wasch dich mal! Ole, ole! Wir haben gesiegt. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tommy. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Und die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Na klar. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke.